Und es war im Badezimmer, ich saß auf dem Klo. Also, ich saß auf dem Klo. Meine Mutter hat sich geschminkt. Und ich wollte ihm einfach nicht mehr ausweichen. Ich wollte jetzt diese Situation, ich wollte jetzt, ich, es brannte schon super lange in mir. Ich wollte jetzt es klären. Ich wollte es auch, dass endlich die Welt davon erfährt. Ich muss das immer so in mir verbergen. Und es war so ein Druck in mir drinne, der irgendwann raus wollte. Und meine Mutter hat gesagt, ja, ich wusste es doch immer schon, und glaubst du denn nicht, dass wir dich nicht lieben würden? Und sie hat sehr doll geweint, ich habe auch geweint, dann hatten wir das geklärt, und mein Vater saß im Nebenzimmer, hat das alles mitbekommen, und meine Mutter meinte zu mir, so, jetzt geh rüber und sag das deinem Vater auch. Es war nicht sehr cool, das war ein Moment, von dem ich auch, der mir unangenehm war. Ich habe es aber gemacht. Bin rüber zu meinem Vater gegangen, der saß am Schreibtisch wartend, und ich habe mich auf seinem Schoß gesetzt, was ich auch nie zuvor gemacht habe. Und ich glaube, das war das erste Gespräch auch, das wir seit Jahren wirklich hatten, intensiv, weil in den ersten Jahren meines Lebens die Beziehung zu meinem Vater halt schwierig war. Und er meinte auch, du, ich liebe dich trotzdem. Dazu muss ich sagen, ich war mir nicht sicher, also das war für mich alles nicht ganz geheuer. Also wir hatten das besprochen, es war schwierig, und es war mit meiner Schwester nochmal, komme ich gleich drauf zurück, war es auch nochmal schwierig. Mein Vater ist 2 Tage oder ein Tag, ist er nach dem Gespräch, das wirklich kurz und knapp nur war, damit hatte sich das auch erledigt, ist er zu mir gekommen, hat sich zu mir gesetzt, ich saß am Computer, er hat sich möglichst weit entfernt von mir am anderen Ende des Raumes auf den Boden gesetzt. Und meinte zu mir, du bist krank, du bist gegen die Natur. Das ist nicht richtig, das ist unnatürlich. Und ich habe den angeguckt und war auch wirklich frech und habe gesagt, so, Alter, nie, was soll das so? Ich habe das Buch genommen, was meine Mutter hat, und habe es ihm vor die Füße geworfen und habe gesagt, hier, lies das, und dann unterhalten wir uns weiter. Und der meinte so, ja, deine Mutter hat die letzten 2 Nächte nur geheult, und was tust du uns damit an? Und ich glaube, er hat nicht verstanden, dass ich nie die Wahl hatte, ob ich schwul sein möchte oder nicht. Und er war tierisch überfordert damit, hat sich das natürlich anders gewünscht. Ich glaube, er hatte auch ganz stark im Kopf, was werden die Menschen sagen, was werden die Leute sagen, die Nachbarinnen, unsere Familie. Ne? Er wird sein Gesicht verlieren. Er ist der spanische Macho-Macker, der ne, die Männlichkeit quasi schon ausschwitzt, und dann ist sein Sohn schwul. Und das ist eine Sache, die war far too krass für ihn. Also es war ging nicht. Von meiner Schwester, vor dem Augenblick des Outings mit meiner Schwester, habe ich mich in der Tat am meisten gefürchtet. Mehr noch als von meinen Eltern, weil meine Schwester mir einfach viel wichtiger war. Ich hatte wirklich Angst davor, wie wird sie reagieren, was wird sie sagen. Mir war ihre Meinung wichtig, und meine Schwester hat auch sofort angefangen zu weinen. Und mich doch gebeten, mich wieder umzuentscheiden, und ob das endgültig sei, ob das nicht wieder irgendwie reversibel wäre. Sie meinte sogar, dass sie überhaupt gar nicht mit Homosexualität ein Problem habe. Sie hätte sogar selber Freunde, die homosexuell seien. Aber warum mein Bruder? Daran erinnere ich mich. Und ich habe ihr gesagt, Schatz, wenn es für dich leichter ist, dass ich irgendwie, ich habe keine Ahnung, es war ein hochdramatischer Moment, ich habe irgendwie sowas gesagt wie, wenn du möchtest, dass ich aus dem Fenster springe, jetzt und hier, und dir das Leben einfacher macht, dann tue ich das. Und im Endeffekt haben wir beide gelacht und uns im Arm genommen, und es wird einfacher mit jedem Tag. Und mittlerweile ist sie meine stärkste und tollste Mitkämpferin. Meine kleine Rebellion, meine persönliche Rebellion gegen die Reaktion von meinen Eltern, was mein Outing betrifft, war folgende. Mein Vater hat mir direkt nach diesem Gespräch verboten, jemals einen Typen mit nach Hause zu bringen. Er wollte das einfach nicht wahrhaben, er wollte es ausschließen aus unserem Leben. Er wollte, dass, wenn ich denn dann schon homosexuell sein muss, dass das wenigstens nicht gesehen wird, dass ich das nicht ausgebe, am wenigsten vor ihm. Und hat mir deswegen dann verboten, auch jemals einen Jungen mit nach Hause zu nehmen, worauf ich mir natürlich gedacht habe, so. Jetzt erst recht. Ich habe mich
im Internet, glaube ich, war das mit einem Jungen getroffen. Habe auch meinen ersten wirklichen Kuss. Ich habe ne, sexuelle Erfahrungen schon vorher gehabt mit Jungs in der Schule, mit Fummeln und was auch sonst noch so, alles so. Aber wirklich geküsst worden vom Jungen bin ich nie zuvor. Und ich habe halt dann den erstbesten Jungen, glaube ich, den ich im Internet gefunden habe, ne, über diese bekannte Seite Geromeo, gedatet. Wir sind auf eine Party gegangen. Das war die Sarah und Leander. Ich habe mich von ihnen dieser Nacht das erste Mal küssen lassen, was ganz aufregend war. Ich hab mir gedacht, so, ich möchte, dass das heute passiert. Und ich habe die Situation war, wir waren auf der Party, wir saßen nebeneinander, wir haben geredet und in dem Moment habe ich ihm auch dann gesagt, so, habe meinen Mut zusammengenommen und es bahnte sich schon an. Ich habe ihm gesagt, so, ich möchte, dass du mich jetzt küsst. Und ich hatte den Satz kaum zu Ende gesprochen und schon seine Zunge in meinem Hals. Es war ganz toll. Es war schon einer der tollen Augenblicke in meinem Leben. Aber das war mir nicht genug. Ich habe mir gedacht, so, den nehme ich jetzt mit nach Hause. Ich habe mich dann von ihm ziemlich laut entjungfern lassen und habe ihn dann am nächsten Morgen sozusagen am Küchentisch gesetzt zu meinen Eltern und habe gesagt, so, das ist jetzt mein Freund. Deal with it. Meine Eltern waren einfach nur geschockt, denen ist sozusagen die Kinnlade runtergeklappt und das war die Situation und damit mussten sie dann auch erstmal leben. Und ich glaube, das war die krasseste Art und Weise, wie ich damit umgehen konnte, aber auch die beste, was meine Eltern angeht. Also ich musste die immer schon schockieren, sei es Piercings, ne? Ich so, Mama, darf ich ein Piercing haben? Nein, bumm, habe ich mir eins gemacht und dann war es auch in Ordnung. Tattoo war das gleiche und meine Eltern brauchten einfach immer Schocktherapie und ich habe von dann an ziemlich oft Jungs mit nach Hause genommen und mein Vater hat mich das ein oder andere Mal auch erwischt zu Hause. Ich habe die Schule geschwänzt, hatte einen Jungen zu Hause und er ist mal ins Badezimmer geplatzt. Nein, er ist mindestens zweimal, wenn nicht sogar öfters, ins Badezimmer geplatzt und ich war mit dem einen oder anderen Jungen in unserer großen Eckbadewanne. Und hab gebadet. Ne? Ja, und so war das mit meinen Eltern und meinem Vater. Und er hat mich auch oft vor die Tür gesetzt. Also er ist natürlich tierisch ausgerastet, hat mich genommen und ich war in Boxershorts und hat mich vor die Tür gestellt. Und das war seine Reaktion.